Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein spätes Mutterglück. Mein Name ist Gössinghoff, Dr. Heidi Gössinghoff. Ich bin Frauenärztin und Kinderwunschexpertin. In dem heutigen Video möchte ich dir mein absolutes Lieblingshormon vorstellen, wenn es um die Diagnostik des unerfüllten Kinderwunsches geht. Das Anti-Müller-Hormon. Was das Anti-Müller-Hormon aussagt, was es für dich bedeutet und wann du es dir abnehmen lassen solltest, das erzähle ich dir in diesem Video. Das Anti-Müller-Hormon sagt viel über unsere weibliche Fruchtbarkeit aus oder die Zeit, die wir noch haben, fruchtbar zu sein. Witzigerweise kommt das Anti-Müller-Hormon aber im frühen weiblichen Embryo gar nicht vor. Dafür allerdings im männlichen Embryo. Hier verhindert das Anti-Müller-Hormon, dass die Müllerschen Gänge sich ausbilden. Die Müllerschen Gänge, das sind Bindegewebsstränge, die links und rechts vom Embryo angelegt sind, die dann in der Mitte verschmelzen, die Gebärmutter, die Eileiter und die Scheide bilden. Wenn du dir so ein Gebärmuttermodell anschaust, du hast hier die Gebärmutter, da die Eileiter und die Eierstöcke, hier auch, und da die Scheide, den Muttermund, kannst du dir schon vorstellen, wenn du hier eine Linie durchziehst, dass das mal zwei Gänge waren, die sich dann in der Mitte getroffen haben und verschmolzen sind. Das möchtest du natürlich beim Jungen nicht haben. Und es sorgt das Anti-Müller-Hormon dafür, dass diese Müllerschen Gänge entsprechend sich zurückbilden und das männliche Genitale sich ungestört entwickeln kann. Die Abwesenheit des Anti-Müller-Hormons bei den Mädels oder bei den weiblichen Embryonen ist also dringend erforderlich, damit diese Entwicklung dann auch ungestört voranschreiten kann. Beim weiblichen Föten hast du, oder beim weiblichen Säugling in diesem Fall schon, das Anti-Müller-Hormon so ungefähr um die 36. Woche, wenn die Eierstöcke gebildet sind und kleine Follikelchen da drin sind. Das Anti-Müller-Hormon ist da noch sehr niedrig und es ist auch nach der Geburt noch relativ niedrig, steigt dann nach und nach an. Und in der Pubertät steigt es dann etwas schneller an, weil dann die Eierstöcke so ganz allmählich ihre Funktion aufnehmen. Bereits mit dem 25. Lebensjahr hast du den Peak erreicht und dann geht es wieder langsam bergab. 5 bis 6 Jahre vor Eintreten der Wechseljahre kann es sein, dass dein Anti-Müller-Hormon bereits unter die Nachweisgrenze sinkt. Das soll aber nicht heißen, dass du keine Eizellen mehr hast und dass du Eierstöcke hast, die jetzt leer sind, sondern es heißt lediglich, dass deine Eizellreserven so ganz allmählich nachlassen. Es kann nicht dazu genutzt werden, dass du sagst, okay, das ist jetzt ganz weit unten, jetzt muss ich nicht mehr verhüten, tschakka. Das ist es nicht. Lass dein Anti-Müller-Hormon bestimmen, damit du ungefähr weißt, wo du stehst, aber du solltest auch noch ein paar Dinge wissen. Es kann ein paar Schwankungen geben. Es gibt zyklusabhängige Schwankungen. Am Anfang des Zykluses ist das Anti-Müller-Hormon normal. Beim Eisprung kann es bis zu 30% niedriger sein. Das kommt aber vorwiegend bei jungen Frauen zum Tragen. Bei Frauen ab 35, wenn die Eierstocksreserve schon ein bisschen sinkt, ist das nicht mehr so ausgeprägt, diese Schwankung. Das heißt, das ist schon alles eher so ein bisschen einheitlich. Du kannst das Anti-Müller-Hormon auch in der Schwangerschaft bestimmen lassen, aber dann solltest du wissen, dass es im ersten Drittel normal ist, dann aber allmählich sinkt, weil eben die Eierstöcke dann eben unterdrückt werden in der Schwangerschaft. Der nächste Punkt, der hier am Flipchart steht, Pilleneinnahme und Anti-Müller-Hormon. Will ich schwanger werden oder will ich verhüten? Ganz so einfach ist es nicht. Manchmal möchten auch Frauen, die die Pille nehmen und den nächsten Karriereschritt planen, wissen, wo stehe ich eigentlich, wie viel Zeit habe ich noch? Und da ist das schon ganz gut, wenn du das Anti-Müller-Hormon bestimmen kannst, weil alle anderen Hormone kannst du nur in der pillenfreien Zeit dann abnehmen und die sind sehr ungenau dann. Zum anderen macht die Abnahme und der Pilleneinnahme noch bei einem anderen Aspekt Sinn. In manchen Familien treten die Wechseljahre deutlich früher auf. Wenn du jetzt in einer Familie lebst, wo Oma, Tante, Mama vielleicht schon deutlich früher die Wechseljahre hatten als eine der anderen Frauen, dann tust du gut daran, unter Pilleneinnahme ab und an mal dein AMH bestimmen zu lassen, um zu wissen, wo du stehst. Weil du nicht merkst, wann deine Wechseljahre einsetzen unter Pilleneinnahme. Du hast ja regelmäßig die Blutung und Hormone bekommst du auch noch. Es gibt ein Krankheitsbild oder ein Syndrom, was das AMH deutlich ansteigen lässt. Das ist das Syndrom der polyzystischen Ovarien. Das Syndrom der polyzystischen Ovarien beschreibt Eierstöcke, die ganz, ganz viele kleine Follikelchen haben, was ja per se, könntest du jetzt denken, erstmal gut ist. Das Problem ist aber, dass bei diesen kleinen Follikelchen sich keiner entscheiden kann, groß zu werden und einen Eisprung zu produzieren. Das heißt, Frauen mit polyzystischen Ovarien haben seltener Eisprünge und seltener die Periode. Beim Kinderwunsch gibt dir das AMH an, wie viel Hormone du brauchst. Ein niedriges AMH
Das geht schon mit einer höheren Hormondosis einher, damit die Eierstocksreserven dann nochmal richtig gekitzelt werden. Ein hohes OMH, da solltest du besser weniger Hormone nehmen, damit du nicht in eine Überstimulation kommst, dass du nicht zu viele Eizellen bildest. Wenn wir jetzt über die ganze Zeit über die OMH-Werte reden, habe ich dir hier mal die Normwerte aufgeschrieben. Zwischen 1 und 8 Nanogramm pro Milliliter, da liegst du voll im Normbereich. So ein bisschen eingeschränkt ist die Fruchtbarkeit, wenn du zwischen 0,4 und 1 Nanogramm pro Milliliter liegst. Und unter 4 Nanogramm pro Milliliter ist es schon eine stark eingeschränkte Fruchtbarkeit. Deutlich erhöht über dem Normbereich. Das kann mal ein Verdacht auf ein PCO sein, das, was wir hier erklärt haben. Dann musst du einfach gucken, dass du nochmal mit einer Ultraschalluntersuchung und mit einer anderen Blutuntersuchung das dann nochmal erhärtest. Fassen wir nochmal zusammen. Das Anti-Müller-Hormon kann dir relativ gut angeben, wie groß die Reserven in deinem Eierstock noch sind. Das heißt, wie viel Zeit du dir noch lassen kannst mit deinem Kinderwunsch. Hast du einen normalen AMH, kannst du noch ein bisschen dir Zeit lassen, kannst du die Diagnostik auch noch ein bisschen stretchen und gucken, ob du auf normalem Weg schwanger wirst. Geht der AMH schon so in den Einer-Bereich oder drunter, dann solltest du dir überlegen, ob du nicht vielleicht die ganze Sache ein bisschen, ja, komprimierter angehst und vielleicht auch überlegst, ob für dich zum Beispiel auch eine In-vitro-Fertilisation in Frage kommt. Das kann dir der AMH-Wert ganz gut sagen und von daher hast du da eine ganz gute Vorhersagekraft. Wenn du das noch mit einem Ultraschall kombinierst und guckst, wie viele kleine Follikelchen, entwicklungsfähige Follikelchen haben deine Eierstöcke, hast du da eine sehr sichere Prognose. Im Eierstock sollten so 6, 8 kleine Follikelchen sein, die sich noch entwickeln können. Alles andere bedeutet schon, dass es deutlich schwieriger werden kann. Also wenn du Kinderwunsch hast, ein bisschen älter vielleicht schon bist, vielleicht auch unregelmäßige Zyklen schon hast, ist mein Tipp, lass dir ein Anti-Müller-Hormon bestimmen. Das ist eine Blutentnahme, das geht relativ schnell und du weißt genau, wo du stehst. Ich drücke dir die Daumen, dass du schnell zu deinem Wunschkind kommst und wünsche dir alles Gute und Liebe. Deine Heidi.